Das heißt Dieter Thoma, einer, der auf den Schanzen der Welt schon alles erreicht hat. Der neue Rekordhalter, 207 Meter beim Probieren. Im ersten Durchgang 203,5 Meter, die größte Weite. Dieter Thoma in der Spur. Wird es eine Medaille bei dieser Skiflug-Weltmeisterschaft? Und wenn ja, welche? Thoma weit, weit über die 200 Meter Marke hinaus. Ein Flug in die Unendlichkeit. Thoma mit neuem Schanzenrekord? Fragezeichen. Applaus vom Bundestrainer. 209 Meter. Das Beste, was es hier auf dieser Schanze je gab. Dieter Thoma. Toll. Olympia, wir warten auf dich. Und speziell Dieter Thoma. Da hat man gedacht, die 207 Meter im Probedurchgang, das wäre das Nonplusultra. Aber ja, top, diese Weite noch. 209. Optimal, da gibt es kaum was auszusetzen im Flug. Bei der Landung, da, na ja gut, 209 Meter. Das muss man erst einmal auf diesem Backen stehen. Er kann sich freuen, zu Recht. Das war ein optimaler Sprung. Ja, und